Hallo, ich bin hier an die Geräte zu Hause. Es geht weiter mit Chrono Trigger. Ja, das muss ich mal kurz meine SMS lesen. Bla bla bla. Ja, kann ich gut schreiben, weißt du? Ja, ich habe doch vorher Pokémon aufgenommen gehabt. Da kam dann eine SMS und da kam das halt mal so. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht viel Zeit, um euch hier irgendwas zu erklären, weil ich will langsam dieses Let's Play auch beenden, weil ich habe noch was anderes vor. Ja, ich will noch ein anderes Spiel mal langsam Let's Playen. Beziehungsweise die Aufnahmen will ich dann zum Wochenende. Ja, will ich dieses Wochenende starten. Jo. Ja, das sollte dann eigentlich dann auch langsam mal passieren, weil ich will, wie gesagt, dieses Let's Play auch langsam beenden. Also muss ich mich halt auch mal ein bisschen beeilen, weil ich will euch ja so viel zeigen noch. Ah, viel zeigen. Wir sollen Taube wieder. Oh, Treffer. Das war jetzt. Ich glaube, das ist jetzt lustig. Nein. Ja, das sind auch nochmal solche Viecher. Doppelte. Ja. Ich glaube, Lilly kann auch schon fast alles, ja. Ja, haben sie fast alle ihre 100 Z-Punkt? Dann würden sie jetzt mal. Wie gesagt, da müssen wir mal hier ein bisschen Beeilung machen. Das geht halt auch. Haben wir jetzt besiegt? Nö. Ich mache auch ein bisschen Beeilung, weil das ist halt echt nervig. Und das wollen wir ja nicht, das ist ja nervig, oder? Mal schnell eine Heilung durchführen. Ja, hier mache ich ein bisschen Speed jetzt rein, also. Hier ist das mal erlaubt. Hier ist es wirklich mal erlaubt, wenn ich mal speede. Das kann echt nervig mal enden. Haben sie die jetzt? Nein, haben sie immer noch nicht. Ich krieg ganz dieser Viecher Cookdown. Das gesehen, ich krieg keinen dieser Viecher down. Was hatten wir? Was hat man auch so? Was ist denn? Gut. Eine ungeheure Reaktion, magische Energie. Ach, das gibt's ja auch noch. Ah, ne, hab ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Ist hässlich. Den hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Passt erstmal auf Lilly. Dann Uzi kann ich einfach drauf da. Schutz machen wir auch mal auf. Die physische Verteidigung, ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt so schlau ist, aber wir werden es gleich sehen. Eigentlich wäre eine magische Verteidigung eigentlich in diesem Moment besser gewesen. Jetzt kommt aber einer zum Angriff. So, heilen, immer heil, immer hier. So. Hätten wir das auch schon geklärt. Schutz auf sich. Und dann mal Kraft. Hier. Ich weiß nicht, was ich jetzt wirklich so mache, aber Napalm und dann Uzi Punch. Der Kampf dürfte eigentlich nicht lange dauern. Na, wir machen mal Antipode 2 und dann noch mal den Kampf. Aber wir haben jetzt so den Chef Golem mal voll in der Hand. Der hat sich nicht mal dran gedacht. Ich weiß gar nicht, ob der noch angreift, aber ich glaube, er war, ich glaube, der greift nicht mehr großartig an. Sicher bin ich mir da nicht. Ich meine, haben wir ja schon fast alles, was wir brauchen. Kann es sein, dass er keinen Hass gekriegt hat? Hat er Angst gekriegt? Hat er einfach Angst gekriegt, der Junge? Seht ihr?
Da hat der Junge Angst gekriegt. Oh, wie süß. Ich hasse große Höhlen. Ich weiß nicht, ob das so ein Zwischenkampf sein soll, aber... Ja, aber ich hasse auch noch große Höhlen. Wenn man hat mir angeboten, in die Karibik zu fliegen. Klingt das mal positiv, ne, Leute? Karibik, oh, schön, Sonne, Meer. Ja, das wäre... Also... Ich würde es ganz gerne machen. Karibik. Alles schon gut, wenn ich nicht fliegen müsste. Ich habe nämlich panisch Angst vom Fliegen. Und da kriege ich echt keine 10 Pferde in so ein Flugzeug, weil man weiß ja nie, passiert nun was, passiert nun nicht. Gut, wenn das Fliegen gewöhnt ist. Der vertraut dem Flugzeug mehr, aber ich bin da so einer... Na, ich bin ja nicht pessimistisch. Aber... Wer weiß. Fertig, ich hab sie alle geschafft. Dalton, mal was er da gemacht hat. Seht dieses Schiff, das ist ein königswürdige Stelle ist nun. Die Aerodalton Majestase. Und die werden meine ersten Opfer sein. Aerodalton Majestase, bereits im Angriff. Nein. Stopp diese Musik. Warum, die war doch gut? Ah, das ging besser. Fertig zum Abflug. Ich würde mich mal für den letzten Part nochmal entschuldigen, weil ich ja so blöd war und das Mikrofon nicht eingeschaltet habe. Ich habe es dann auch rausgefunden. Ja, ja, und dann mal ist dieser Houston, wir haben kein Problem. Sie einfach mal ein paar Sprüche reinkloppen. Da fliegt er. Da ihr seht. Sieht. Kalle fliegt? Womit man kann fliegen? Es ist nicht Kalle, es ist die Aerodalton Majestade. Ihr seid lieber Gepäck. Und du bist... Macht es wie der Wind und wehe vor. Halt jetzt. Deine Decken kommt mir vor. Da. Das ist alles deine Schuld. Raffi! Gib Raffi zurück! Hey, jetzt geht's gleich schon in den nächsten Kampf, seht ihr? Ja. Ja, hier fahren nicht heraus. So, jetzt muss ich mich ganz doof konzentrieren. Weil... Es ist so jetzt doof. Es läuft schon wieder doof, weil ich habe absolut nichts. Und großartig jetzt... Ja, Eisenohr, leck mich mit Eisenohr. Guck mal, einen Heiler haben wir mit bei. Wir haben immer einen Heiler bei. Schlägt Gegner mehrmals. Mitten ins Face. Magischer Angriff. Aber das ist mir egal. Wie gesagt, es ist gerade nur ein Charakter da, mit dem wir angreifen können. Den Rest kann ich nicht angreifen, das macht keinen Sinn. Ich meine, ich könnte jetzt ein bisschen speeden, aber nein, mache ich nicht. Aber merkt schnell, Dalton hat eigentlich mal so im Großen und Ganzen einfach mal keine wirkliche Angriffskraft. Finde ich persönlich, also irgendwie das nicht so richtig hat. Warte, stimmt, der ist ja abgehauen. Nee, das war's jetzt? 2500 Erfahrungspunkte, 40 Punkte. Ja, das war's. Das war's mit zwei Kämpfen. Ist Kalle okay? Jawohl. Der Hänger ist, ob er die Steuerung geändert hat. Wofür ist dieser Schalter? Lilly, bitte drücke die Y-Taste. Ey, ein Phaser! Nein, ein Phaser! Star Trek!
Oh. Gut, dann versuche ich den nächsten Kampf. Oho. Jawohl, da hat er bekommen, was er verdient hat. Als ob's mal. Oh, dieses Schiff kann fliegen. So. Puh, jetzt verstehe ich. Glück gehabt, wenn wir die falsche Klappe betätigt hätten. Könnte ein bisschen überarbeitet werden. Ruffy. Wenn keine Attacke ist, dann ist das Ruffy sicher auch. So. Ruffy muss irgendwas sein. Ich werde ihn finden. So. Ich werde jetzt mal ganz kurz noch was machen. Das sieht vom Storyverlauf einfach mal ein bisschen schöner aus. Wenn ich jetzt ihn rausnehme. Ihn rein. So, und jetzt werden wir hier mal ganz kurz reingehen. Das sieht dann vom Storyverlauf irgendwie schöner aus. Ich habe jemanden verdächtig im Norden gesehen, beim Kap. Aha. Der gute Zeug hat mir diesen beiden Baum. Was mache ich damit? Wir pflanzen mit Hoffnung. Also gut, ich kümmere mich darum. Wer weiß, vielleicht wird eines Tages unsere Umwelt retten. Und das wird später nochmal interessant. Nutze den Tag. Euch zu treffen war wirklich aufregend. Ein Mondschein wird... Ja, das hat auch schon alles. Ein Fremder, der noch jemanden sucht, ist hier durchgekommen. Niemand hat diese Person gesehen, die nach euch suchte. Er war ein Freund. Langsam geht das wieder um. Wir müssen ganz von vorne anfangen. Wie schön, dass ihr alle wohl auf seid. Und da werde ich mir mal ein Safe State machen. Dahin gehen. Ihr werdet dann schon sehen, warum. Also ich muss jetzt mal ganz kurz hier. Zack. Safe. Weil... Das will ich halt nur ganz kurz machen. Ich will es jetzt halt nicht wirklich durchziehen, denn ich will den Charakter haben. Das ist ganz schön. Also da seid ihr. Machen wir es. Seht. Alles ist im Meer versunken. Das Abgangen sind etwas magisch erreicht. Das heißt, fast alle Träume und Ambitionen seines Volkes. Eins lebte ich dort, aber da war ich jemand anders. Moment mal, wer warst du denn da? Ein Dimensionswarp. Diese Macht ist jetzt als unmenschliche Kontrolle. Nein, wir werden hineingezogen. Schala. Nein. Nein, Schalanus. Bleib weg. Aber. Guck mal, das Lavas. Es ist ein... Monster! Ein Zeitor! Nein! Schala! Janus! Oder was ist das? Nee, wir machen jetzt gleich nochmal neu. Was ist denn schon mal rum? So, wir sind die Gurus ein bisschen verstreut. Das ist... Hey! Hier ist nicht... Das muss das Ende sein. Ja, ich würde den Safe Stack gleich woanders setzen und dann stimmt das schon. Aber wir werden es halt nicht nochmal sehen müssen. Ah, du machst dich ja ungeschoben der Range. Seit ich durch Lavas Zeit in der mittleren Nähe gestanden bin, habe ich auf deiner Morsch gewartet. Ich kam dazwischen, als ich Lavas in mein Schloss bespart hatte. Pardon, dass ich ausgerechnet wieder landete, nachdem ich ein Heizkristall gesogen war. Ich komme aus der Zukunft und meine Kenntnis der Vergangenheit ließ mich die Königin glauben machen, ich sei ein bestimmtes Orakel, aber kein Geschichtsbuch konnte mich auf diese riesigen Ereignisse vorbereiten. Unvorstellbar, Sklaves macht. Wer sie rausfordert, muss untergehen. In diesem Fall werdet euch auch ihr einen schrecklichen Schicksal entgehen. Wie dieser arme Ruffy.
Aber wagt es ihm zu... Man kann sich beleidigen. Ja, ist Geschichte. So, da bin ich wieder. So, sag's euch gleich. Ja, ist Geschichte. Wer mit dem Feuerspiel muss verbrennen. Ja. Kacke. Mann! Mann, wie der Leinschacke. Er wird mich bekämpfen. So, jetzt kann man hier einen Scheideweg auswählen. Man kann entweder ja oder nein. Und hier werde ich mal ganz kurz den Test setzen. Genau. Wir gehen erstmal auf ja. So, dann hat man... Ich hätte nie gedacht, dass wir es in dieser staubigen Ebene austragen würden. Kommt, bitte mir diese Fass! Genau, so. Jetzt kann man gegen ihn kämpfen. Allerdings, wenn ich jetzt nicht gegen ihn kämpfen, ja, dann greift mich schon an. Wir werden einfach nicht gegen ihn kämpfen, auch wenn wir Chancen hätten auf einen Sieg. Aber man greift eigentlich nur konstant mit einer Attacke an. Das ist schon ziemlich lame. So, und ich werde jetzt den Laden erstmal laden. So, und wir sagen einfach mal nein. Ich bin weder Treiber noch habe ich zurück. So, es lebt doch weiter. Wartet. Ich komme mit euch. Fahrrad! Wisst ihr, es könnte möglich sein, dass ich seid zurückzubringen. Und ging. Kaspar, der gute Zeit weiß, wie weit verlorene oder verrutschte Zeitstrom errichten kann. So, jetzt haben wir hier Markus, aber ich werde Markus umbenennen. Also. Und das werde ich mal einem anderen Kumpel von mir, der mich damals schon darauf angesprochen hat, mal richten. Und zwar haben wir hier jetzt... Wow! Jan. Nur Jan. So. Und jetzt haben wir auch den letzten Charakter in unserer Party. So. Der mit Sensen angreift. Man hat schon gesehen. Also er greift mit Sensen an. Er ist ein Sensenmeister. So. Er hat eine unglaubliche magische Verteidigung. Er hat eine unglaubliche Ausdauer. Eine unglaubliche Abwehr. Er hat eine relativ normale Geschwindigkeit. Ein Angriff, der eigentlich mal totaler Mist ist. Da er sowieso auf Magie ja getrimmt wird. Und dann hat er hier seine Tags halt. Er kann einfach Gewitter 2, Gewitter 2, Eis 2 und Feuer 2. Das ist eigentlich bloß alles, was er kann. Man hat immer an dem Kampf damals gesehen, dass er auch andere Fähigkeiten hat, die wir hier aber kurzerweise erlernen müssen, was eigentlich mal als Trivia totaler Blödsinn ist. Aber naja, das mussten ja damals die Entwickler wissen. Jetzt nehmen wir mal wieder ihn raus. So. Ich werde jetzt mit diesem Party beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Chrono Trigger. Bis dahin. Ciao, liebe Leute.